bin AJ und das ist Blaze. Und ihr werdet nicht glauben, wer heute noch bei uns ist. Es ist meine Familie. Hey. Hi. Hallo. Macht ihr mit? Machen wir was Lustiges. Klar, aber ja. 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 Spaß kann losgehen. Das war toll. Komm, Dad, fahren wir weiter. Bin dicht hinter dir. Das ist meine Mom. Das bin ich. Ich habe Blaze beigebracht, wie man Sprünge und Saltos macht. Oh, Mom. Wie wär's, wenn wir einen Dreifachsalto machen? Ach, eine tolle Idee, Blaze. Dann los, Mom. Ja, Mom. Wow, das sah aufregend aus. Du sagst es. Das ist Blaze Dad. Hey Leute, passt auf! Da vorne kommt eine große Pfütze! Oh ja! Dann komm, Dad! Mal sehen, wer den größeren Platscher schafft! Alles klar! Toller Platscher! Blaze! Oh hey! Jetzt müsst ihr unbedingt noch diesen kleinen Monster-Truck hier kennenlernen. Hi, ich bin seine kleine Schwester, Funkel. Du, Blaze, spielst du ein Spiel mit mir? Klar, Funkel, spielen wir doch. Fangen, du bist... Aber gut, Funkel. Bin hier. Wow. Fick dich. Wow. Du bist... Hack dich, du bist... Komm, machen wir das nochmal. Das war lustig. Moment mal, Leute. Hört ihr das? Ja, hört sich an nach einem Rennen. Ein Rennen? Oh. Wo? Ich weiß, wie wir es rausfinden. Seht mal. Bei einem Rennen gibt's immer eine Fahne mit schwarzen und weißen Karos drauf. So wie die hier. Helft uns beim Suchen. Wenn ihr eine Fahne mit Karos seht, ruft karierte Fahne. Karierte Fahne! Wow, viele karierte Fahnen! Und sie führen zu einer Startlinie. Das scheint ein großes Rennen zu sein. Oh, da würde ich auch gern mal mitfahren. Hey, das ist eine tolle Idee, Funkel. Nehmen wir doch auch an dem Rennen teil. Oh, ehrlich? Klar, wir können gemeinsam dran teilnehmen, als Familie. Klingt nach Spaß. Dann tun wir's. Na dann kommt, bei diesem Rennen fährt die Blaze-Familie! Ja! Wow, das wird ein Mega-Rennen-Crusher, oder? Ha, keiner von denen da kann mich besiegen. Na, ich weiß nicht. Um zu gewinnen, musst du doch vor Blaze im Ziel sein. Blaze? Oh ja! Und seiner Mom! Seiner Mom! Und seinem Dad! Sein Dad! Und seiner Schwester! Seiner Schwester! Dann los, Familie! Bereit fürs Rennen? Oh, ja. Darauf kannst du wetten! Mein erstes Rennen! Ist das aufregend! Ha! Freut euch mal nicht zu früh, nette Blaze-Familie! Denn jeder weiß doch, dass ich dieses Rennen gewinnen werde! Na, das werden wir noch sehen, Crusher! Stimmt's, Familie? Richtig! Das Rennen soll losgehen! Auf die Plätze! Fertig! Los! Wir sind Familie Blaze. Lasst uns beginnen. Familie Blaze. Gemeinsam gewinnen. Hey! Los geht's! Familienzeit! Auch wenn's holpert, geben wir Gas! Kommt mit! Wir sind bereit! Zusammen macht es einfach viel mehr Spaß! Und los! Oh, wir fahren! Los! Oh, Familie Blaze! Lasst uns beginnen! Familie Blaze! Gemeinsam gewinnen! Vollgas, denn jetzt geht es richtig ab! Es geht gleich richtig ab! Bei diesem spannenden, spannenden Rennen! Ha, ich bin ganz vorn. Blaze und seine Familie können mich nicht schlagen. Picky,
Wieso lachst du denn so? Oh, hey Crusher, ich hab mir einen lustigen Witz ausgedacht. Einen lustigen Witz? Ja klar, lass hören. Okay. Klopf, klopf. Wer ist da? Die Blaze-Familie. Welche Blaze-Familie? Die Blaze-Familie, die ganz dicht hinter dir fährt. Ganz dicht hinter mir? Ich darf mich von denen nicht überholen lassen. Ich muss mogeln und sie aufhalten. Mal sehen, wie die Blaze-Familie ein Rennen fahren will ohne Rennstrecke. Rostfleck, die Rennstrecke ist kaputt. Aber wie fahren wir denn nun weiter? Keine Sorge, Funkel. Wir überlegen uns was gemeinsam. Hey, vielleicht können wir uns an einer der Lianen rüberschwingen. Seht ihr? Die sind lang, stabil, auf der krabbeln Kitzelspinnen. Kitzelspinnen? Halte durch, Dad! Danke, Blaze. Wir müssen aufpassen. Auf den Lianen krabbeln noch mehr Kitzelspinnen rum. Aber nicht auf allen. Seht mal! Kitzelspinnen verstecken sich nie auf Lianen, die mehr als 5 Streifen haben. Also kann man sich an denen rüberschwingen. Genau. Aber dauert es nicht viel zu lange, die vielen Streifen zu zählen? Ja, aber wir müssen sie nicht zählen. Schätzen wir sie doch einfach. Denn beim Schätzen muss man die Zahl nur ungefähr raten. Auch wenn man nicht weiß, wie viele es genau sind, kann man es eingrenzen. Oh, ich würde gerne schätzen. Ja, versuchen wir es. Schätzt mal, welche Liane mehr als 5 Streifen hat. Ida? Ja, auf der Liane krabbeln keine Kitzelspinnen rum. Gut geschätzt, Mom. Los, Familie, wir schwingen rüber. Jetzt nicht. Ab mit dir. Ja, geschafft. Gut gemacht, Leute. Und weiter geht's. Schwingen wir uns über das nächste fehlende Stück. Ja, wir schätzen wieder, um die richtige zu finden. Schätzt, welche Liane mehr als 5 Streifen hat. Die da? Ihr habt recht. Auf der Liane krabbeln keine Kitzelspinnen. Die nehmen wir, Leute. Ja! Geschafft! Das habt ihr gut gemacht. Ja! Blaze, sieh mal, wir müssen nur noch einmal rüberschwingen. Das stimmt. Suchen wir uns eine Liane zum Schwingen. Schätzt, welche mehr als 5 Streifen hat. Die da? Ja, da sind keine Kitzelspinnen. Wuhu! Alles klar, geschafft. Los, komm, machen wir das nochmal. Vielleicht später, Funke. Erstmal müssen wir das Rennen gewinnen. Genau. Und nichts kann uns aufhalten, denn wir sind die Blaze-Familie. Wenn man etwas schätzt, dann tippt man einfach ungefähr, was es sein kann. 2 Bündel Luftballons, welche hat ungefähr 5? Schätzt doch mal, das da! Es sind genug für alle da. Wenn man etwas schätzt, dann tippt man einfach ungefähr, was es sein kann. Siehst du diesen Fluss hier? Wie viel Sprünge brauchst du rüber? 10 oder 4? Etwa 10! Wir haben's, yeah! Wenn man etwas schätzt, dann tippt man einfach ungefähr, was es sein kann. Schätzt doch mal! Ich bin ganz vorn, ja, ja, ja! Ich gewinn das Rennen, ja, ja, ja! Crusher! Was gibt's denn, Picky? Mir fällt gerade der lustigste Witz ein. Hör ihn dir an. Klopf, klopf. Wer ist da? Krieg dich. Krieg dich wer? Die Blaze-Familie, weil die dich gleich einkriegen wird. Mich gleich einkriegen? Oh,
Ich darf mich von Blaze und seiner Familie nicht überholen lassen. Aber ich weiß schon, mit welcher Mogelei ich sie aufhalten kann. Das Schild zeigt, dass das Rennen da lang geht. Aber wenn ich es umdrehe, fahren Blaze und seine Familie in die falsche Richtung, in die Höhle da rein. Ja, ist das lustig. Oh, seht, da ist ein Schild. Ja, es zeigt uns, dass wir da lang fahren sollen, in die Höhle. Dann ist das wohl der richtige Weg. Auf geht's, Familie. Aber ich sehe gar keinen der anderen Teilnehmer. Ja, es scheint, als wären die einzigen in dieser Höhle wir und die Höhlenhühner. Nicht hier raus hier. Oh Mann, wie sollen wir denn bloß den Hühnern entkommen? Hey, ich habe eine Idee. Vielleicht können wir den Tunnel versperren, dann können uns die Hühner nicht folgen. Seht mal, hiermit können wir den Tunnel versperren. Mit dem Riesensessel. Gute Idee, Mom. Ich helfe dir schieben. Beeilt euch, das rote Huhn wird gleich in 6 Sekunden hier sein. Zählt rückwärts. Beginnt bei 6. 6, 5, 4, 3... 2, 1! Ja, geschafft! Danke für die Hilfe. Oh je, das rote Huhn haben wir aufgehalten, aber das klingt wie... Das gelbe Huhn! Ja, schnell weg! Könnten doch den Tunnel mit dem Kühlschrank versperren und so das gelbe Huhn aufhalten. Super Idee, Funkel. Aber macht schnell. Das Huhn wird in 5 Sekunden hier sein. Zählt wieder rückwärts. Beginnt bei 5. 5, 4, 3, 2, 1. Juhu. Sehr gut. Jetzt sind wir hier fast durch. Hoffentlich treffen wir nicht noch das blaue Huhn. Oh. Oh. Hier, seht mal, eine große Badewanne. Die könnte das blaue Huhn aufhalten. Helft mit, schieben wir sie gemeinsam. Beeilt euch! Das blaue Huhn ist hier in 7 Sekunden. Zählt rückwärts. Los geht's bei 7. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wir haben die Höhlenhühner gestoppt. Und seht mal, da ist die Rennstrecke direkt vor uns. Wenn wir schnell machen, holen wir die anderen noch ein. Ja, und das Rennen gewinnt die... Familie! Juhu! Das Rennen hier gewinne ich! Jetzt kann nichts mehr schiefgehen! Hallo, Crusher! Da. Ich hoffe, du bist gut drauf, denn jetzt kommt mein allerlustigster Witz! Klopf, klopf! Ach, wer ist da? Keiner! Welcher keiner? Bist du nicht froh, dass keiner von der Blaze-Familie hinter dir ist? Ha! Oder auch nicht. Sie sind doch direkt hinter dir. Was? Ich kann nicht zulassen, dass diese Blaze-Typen vor mir im Ziel sind. Ich muss sie mit meiner allergrößten Mogelei aufhalten. Ich baue mir diesen mit Tacos schießenden Roboter. Ja! Rostfleck, das sind wirklich dicke Tacos. Aber irgendwie müssen wir doch an ihnen vorbeikommen. Ja, wir dürfen nicht aufgeben. Moment, Familie, ich hab da eine Idee. Und welche, Blaze?
Wie wär's, wenn wir eine Maschine bauen, die so viel Kraft hat, dass sie die Riesentacos abschmettern kann? Ja! Und ich weiß, womit wir große, schwere Dinge abschmettern können. Mit einem Kran mit Abrissbirne. Wow! Das ist toll! Helft mit! Bauen wir mich um! Zuerst kommt das Raupenfahrwerk. Damit bewegt sich der Kran und kann nicht wackeln. Um das Fahrwerk zu bauen, ruft Fahrwerk! Fahrwerk! Jetzt brauchen wir einen Gittermastausleger. So heißt das Teil, das sich hebt und die Abrissbirne schwingt. Für den Gittermastausleger ruft Gittermastausleger! Gittermastausleger! Zuletzt brauche ich noch eine große, schwere Abrissbirne. Um die Abrissbirne zu bauen, ruft Abrissbirne! Abrissbirne! Oh ja! Ich bin eine Abrissbirnenkran-Monstermaschine! Wow! Du siehst gut aus! Danke! Jetzt hüpf rein, AJ! Ja! Schmettern wir die Tacos weg! Taco! Gut abgeschmettert. Danke, Familie. Und jetzt alle mir nach. Blaze, dort! Der Roboter spuckt gleich wieder Riesentacos aus. Rostfleck, das sind aber viele. Wie viele Tacos müssen wir jetzt abschmettern? Ich weiß, was wir machen. Wir können doch schätzen. Ja, schätzt mal, wie viele Tacos das sind. 4 oder 8? 4! Dann müssen wir die 4 abschmettern. Haha, klingt, als könntest du Hilfe brauchen von... Abrissbirnen-Kran-Mom! Wuhuhu! Ja! 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 Ihr habt's geschafft! Der hat noch mehr Riesentacos ausgespuckt. Macht mit, schätzen wir, wie viele wir abschmettern müssen. Wie viele Tacos sind es? 2 oder 7? 7! Das sind eine Menge Tacos. Wie gut, dass ihr... Abrissbirnen-Kran-Dad habt! Ja! Hey, ja! Sehr gut. Gut abgeschmettert. Seht mal, wir sind schon fast am Taco-spuckenden Roboter vorbei. Aber gleich spuckt er noch mal welche aus. Schätzt, wie viele Tacos es diesmal sind. 5 oder 10? 10, ja! 10 Tacos? Da müssen wir eine Menge abschmettern. Seid unbesorgt. Abrissbirnenkran Funkel ist vor. Auch geschafft! Genau! Denn uns kann als Team nichts aufhalten. Denn wir sind die... Blaze-Familie! Ladies and Gentletrucks! Es ist soweit! Gleich erfahren wir, wer als erstes über die Ziellinie fährt und unser Champion wird! Oh, da kommt ja schon ein Rennteilnehmer. Es ist Crusher. Endlich gewinne ich das Rennen. Ich. Oh. Rostfleck, Crusher ist schon fast an der Ziellinie. Keine Sorge, Familie, den holen wir noch ein. Denn wir haben was, das keine andere Familie hat. Turbo Speed. Turbo Speed! Turbo Speed! Ich hab gehofft, dass du das sagst. Oh ja! Damit ich und meine Familie Turbo schnell werden, ruft, gebt Speed! Gebt Speed! Meine Güte!
Leute! Crusher ist zwar noch in Führung, aber Blaze und seine Familie nähern sich schnell! Die Blaze-Familie gewinnt! Die Blaze-Familie hat gesiegt! Wir haben gewonnen! Blaze-Familie! Blaze-Familie! Danke! Danke! Das haben wir super gemacht. Ich bin stolz auf uns. Oh, ich auch. Das war doch ein tolles Rennen. Und das Beste ist, wir haben es zusammen geschafft, als Familie. Oh. Blaze-Familie, ich gratuliere euch zu diesem großen Sieg. Na, seid ihr bereit für euren Preis? Ein Preis? Ein Pokal? Oder eine Hüpfburg? Noch viel besser. Es ist ein Pokal und eine Hüpfburg. Denn es ist ein Hüpfburg-Pokal. Wow. Na, worauf wartet ihr noch, Familie? Lasst uns hüpfen! Wir sind Familie Blaze. Lasst uns beginnen, Familie Blaze. Gemeinsam gewinnen, voll das, denn es geht es richtig ab. Es geht gleich richtig ab bei diesem spannenden